Herzlich willkommen zur Leinberger Nachspielzeit nach der Begegnung 1. FC Kaiserslautern gegen unsere Gäste aus Zwickau. Ein torloses Unentschieden bleibt am Ende und wir begrüßen bei uns in der Leinberger Fansloge Simon Skalatidis. Schön, dass du bei uns bist. Hey, schönen guten Tag, hallo. Ich freue mich hier zu sein. Ich glaube, der Kollege hat es ein paar Mal versucht bei mir. Es ist immer eine kleine Dopingkontrolle dazwischen gekommen. Ich würde auch gerne sagen, dass ich mich sehr freue, hier zu sein, aber es ist natürlich nach so einem Spiel ist natürlich immer sehr schwierig, auch jetzt aus persönlicher Sicht. Vielleicht könnte der eine oder andere das vielleicht nachvollziehen. Aber trotzdem, jetzt bringen wir es hier schön sauber über die Bühne und haben vielleicht ein positives Gespräch. Und, ja. Darum soll es ja gehen, dass wir nach vorne blicken und positiv die nächsten Aufgaben angehen. Dennoch sollten wir ein paar Worte über das Spiel auch heute verlieren. Aus Sicht der Zuschauer ist es natürlich frustrierend, wenn die Bälle nicht reingehen und wenn am Ende dann 0-0 steht auf dem Betze. Der Gegner war sicherlich schlagbar. Aus unserer Sicht, aus Laiensicht, wie sieht der Experte es? Wie hast du das Spiel von außen betrachtet? Ja, ich muss das ja leider von außen betrachten. Klar, schwieriger Gegner, aber so ein Gegner musst du einfach versuchen, 90 Minuten an die Wand zu springen, an die Wand zu spielen. Und dann letztendlich, die müssen hierher kommen, die müssen Angst haben. Ne? Und wir kriegen gerade diesen Effekt nicht drüber, dass der Gegner herkommt und Angst bekommt. Und wir wollten von Beginn an pressen. Ja, es gab die eine oder andere Möglichkeit, halbe Möglichkeit. Ich sage, bei uns muss einfach die letzte Überzeugung auch sich mal wehtun wollen, das mal reinzuschmeißen, dass wir das Ding über die Linie drücken. Vor allem auch einen kreativen Moment vorne, eine Überraschungssituation, wo vielleicht auch der Gegner nicht mehr damit rechnet, weil wir haben ziemlich oft auch dann quer gespielt, das machen wir halt letztes Spiel oft. Wir versuchen natürlich dann so, die Gegner auseinanderzuziehen, dass wir Lücken finden. Aber letztendlich kommen wir es nicht hin, viele Tore zu schießen und hier den Zuschauern natürlich viele Tore zu liefern, was das Wichtigste ist. Ne? Es geht ein Ergebnissport und wir wollen hier nicht unschieden. Wenn wir hier spielen, ich bin auch hier zum FCK gekommen, um erfolgreich zu sein, um besser zu werden. Und wir sind hier, um Spiele zu gewinnen. Und das muss natürlich, da verstehe ich auch, wenn die Fans hier anfangen, in der Halbzeit zu pfeifen. Klar, die stehen eigentlich die ganze Zeit hinter uns, weil wir jetzt auch in der Rückrunde eine super positive Phase hatten. Letztendlich ist jetzt aber wieder so eine Situation, dass gerade wieder, man merkt diese Unruhe auch. Aber das dürfen wir als Mannschaft uns auch nicht anmerken lassen. Wir müssen einfach unser Ding durchziehen. Auch diese Befreiung, die kommt dann auch wieder. Man muss einfach diese Überzeugung haben. Ich bin eh so ein Typ, wenn du runterfällst, stehst du auch. Das ist normal. So bin ich halt. Und genauso hier ist es jetzt wieder. Müssen wir einfach Mund abwischen. Das ist ein klassischer Floskeln, aber letztendlich geht es nur so weiter und ich sage es auf Griechisch, ein bisschen die Eier in die Hand nehmen, ja, und dann mit Mut auch hier spielen und dann auch wieder so mit den Fans zusammen auch wieder die Bälle in die Linie reindrücken, so sehe ich das und das haben wir auch schon hinbekommen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz zu sagen, dass die Mannschaft ja alles daran setzen wird, um die Erfolgsspur wieder zu finden. Das Spielerische gehört natürlich aber auch dazu. Von außen betrachtet sieht es an sich ganz gut aus, der Aufbau auch über die Außen und dann im letzten Drittel hat man so ein bisschen das Gefühl, dass da die Idee fehlt oder die Kreativität. Woran liegt das? Ja. Woran kann man da arbeiten? Woran liegt das? Ja, ich sag, sowas ist natürlich auch, einerseits brauchst du einfach diese, ein Picasso hat zum Beispiel diese Kreativität, der hat diese Ideen, genauso wie ich sie habe, eine Lücke ziehen, den Pass reinspielen, im richtigen Moment den Doppelpass spielen und im Moment ist es einfach so, teilweise dann auch ausrechenbar. Der Gegner, die verteidigen alle gut, die kommen her, die stehen tief. Und genau da brauchen wir diesen letzten Pass, dieses letzte 1 gegen 1. Und dann die letzte Flanke, die dann auch reinkommt. Und dann brauchen wir den Spieler in die Mitte, der erstens das nächste dafür hat, richtig zu laufen. Und auch sich wehtun möchte, das Ding reinzuhauen. Ne? Das ist einfach so. Und ja, und wenn wir das wieder hinkriegen, denke ich, dass es auch wieder in eine andere Richtung gehen wird. Jetzt haben wir heute einmal gewechselt in der zweiten Halbzeit. Wären ja noch zwei Wechsel möglich gewesen. Du bist ja bekannt als ein Spieler, der diese Kreativität auch mit reinbringt. Bist du dann persönlich extra frustriert oder ist die Frustration über das Ergebnis ohnehin so groß, dass dich jetzt diese persönliche Note an der Stelle nicht berührt? Also ich habe auf jeden Fall dieses griechische Blut und die Emotionen kochen da schon hoch. Und ich bin ehrlich, ist dann auch natürlich jetzt nicht so leicht, klar, jetzt ein nettes Gespräch und so, aber innerlich sieht es bei mir schon anders aus. Und ich bin ein Typ, ich habe die letzten Jahre immer meine Leistung bringen können, wenn ich über lange Zeit mein Vertrauen bekommen habe. Und hier habe ich jetzt halt letztes Spiel, ich glaube, mit den drei Testspielen habe ich meine letzten 9 Spiele 9 Scorerpunkte gesammelt. Ne? Und dann finde ich mich halt auch auf der Bank wieder, was für mich auch schwierig nachvollziehbar ist, sage ich ehrlich. Ich bin der Meinung, ich muss spielen. Das habe ich dem Trainer auch so gesagt. Der Meinung bin ich einfach. Ich, natürlich, wenn ich dann auf dem Platz stehe, dann heißt es auch, Leistung zu bringen, das ist gar keine Frage. Weil sonst wird es gleich um die Ohren wieder geschossen. Aber ich versuche jetzt an mir wirklich das Maximale. Ich bin Profi, ich versuche nach wie vor gesund mich zu ernähren, normal zu schlafen, Vollgas im Training zu geben,
zusätzliche Einheit zu schieben, dass ich da wieder hinkomme. Und ich weiß ganz genau, wenn ich das Vertrauen kriege, dann kann ich das, kann ich auch meinen Beitrag dazu leisten. Das konnte ich in den letzten Jahren immer auf lange Sicht. Dann drücken wir dir dafür die Daumen. Ich glaube, am Einsatz liegt es bei dir nicht. Die nächste Möglichkeit für dich auch, dich in den Vordergrund zu spielen, wäre der kommende Samstag. Derby bei Waldhof Mannheim, die aktuell den zweiten Tabellenplatz belegen. Wir Lauter-Fans, wir würden es gerne andersrum sehen. Wie geht ihr jetzt nach den zuletzt sehr ernüchternden Ergebnissen in so eine Aufgabe ran? Weil das ist ja kein normales Spiel. Nein, ich habe auch schon mitbekommen, was es heißt. Und da kann ich auch nur wieder sagen, in solche Spiele ist auch nicht viel mit Schönspielerei. Ich bin auch ein Schönspieler, keine Frage, aber hier geht's. Da musst du die richtige Leidenschaft, die Emotionen, den Herz, den Wille, das gehört alles an so einem Spiel dazu. Ja, und da spielen nicht 11 gegen 11. Ja, da spielen wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viele, ich weiß nicht, Millionen Kaiserslautern-Fans es gibt. Das spricht schon sehr viel für unsere Fans, was das Spiel angeht. Und es muss auch genau so bei uns in der Mannschaft sein. Das muss man sehen, auf dem Platz, auf der Tribüne und natürlich auch drumherum. Aber letztendlich geht es auf dem Platz um die 3 Punkte. Ne? Und da müssen wir uns Spieler uns bewusst sein. Und da wirst du auch diesen kühlen Kopf haben, sagt man, diesen heißen Herz, kühlen Kopf bewahren. Und dann letztendlich, das ist auf jeden Fall kein normales Spiel, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich da auch wieder meine Möglichkeit bekomme, weil letztendlich in so einem Spiel musst du Eier zeigen. Und dann wirst du auch so ein Spiel auch erfolgreich bestreiten. Könnte ja auch für den FCK sprechen, dass wir vor der Winterpause ja in einer ähnlichen Situation waren, dann den Schalter umgelegt haben, zusammen mit den Fans diese Serie hingelegt haben. Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo man ja wieder auch aufpassen muss, puh, was geht nach unten, um sich wieder ranzuarbeiten über mal eine kleine Serie. Und die in Waldhof zu Beginn bei Mannheim? Ja, das lassen wir so stehen, hast vollkommen recht, sag ich ehrlich, weil letzte Spiele haben gezeigt, dass wir leider berechtigt dort sind, wo wir sind. Solche Spiele musst du gewinnen, egal wie. Klar, das Wort muss immer dumm, aber es ist einfach so. Solche Spiele wie heute musst du gewinnen. Dann bist du nämlich weiter vorne, weil dritte Liga ist eklig, dritte Liga schlägt der Letzte den Ersten. Ich glaube, es war bei Zwickau und Duisburg letzte Woche der Fall. Ja, und deswegen gilt es voller Fokus und dann werden wir sehen, wo es hingeht. Aber wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, dass es auf jeden Fall kein Selbstläufer wird, weil die Mannschaften hinten, die sind schon vertraut mit dem Abstiegskampf und wir sollten aufpassen, dass wir da nicht komplett reingeraten. Skala, dann wünschen wir dir dafür persönlich viel Glück und natürlich euch als Mannschaft alles, alles Gute für die anstehenden Aufgaben, für das Derby gegen Waldhof. Danke, dass du bei uns warst. Dankeschön. Simon Skalatidis, vielen Dank und Ihnen allen noch ein schönes Wochenende.